Entschuldigen Sie bitte, wir sammeln für Politiker in Not. Entschuldigen Sie bitte, wir sammeln hier für Politiker in Not. Entschuldigen Sie bitte, wir sammeln für Politiker. Wie viel sind Ihnen die Grünen wert? Mir ist keiner was wert, danke. 2 Cent vielleicht? Ja, 2 Cent. Oh, das ist sehr, sehr nett. Wir bringen es dann hinüber zum Grünen Bundeskongress. Ja, das ist okay. Das ist wirklich sehr... Können uns noch ein Bäumchen pflanzen. Der Grüne Bundeskongress findet statt im Haus der österreichischen Lotterien. Die Frage ist, wie lautet das Motto? Rien ne va plus oder toi, toi, toi? Glaub ans Glück. Frau Lunacek, Sie trauen sich noch hierher? Ja, sicher traue ich mich hierher. Ich bin ja Grüne und werde das bleiben und das ist auch gut so. Und ich denke, es ist wichtig auch zu zeigen, dass es wieder aufwärts geht. Die bayerischen Grünen zum Beispiel haben ja riesige Erfolge gefeiert, aber die gängen ja im Dirndl zum Bierenstich und sind überhaupt sonst ganz normale Leute. Vielleicht sollte man es einmal so probieren, ne? Das wäre genau meine Linie, nicht? Und wobei man natürlich den bayerischen Erfolg, da ist natürlich dieses mehr als hübsche Gesicht natürlich, hat einen riesen Anteil dabei, nicht? Aber das geht mit Werner Kogler dann natürlich nicht, ne? Er geht schon auch, nicht? Wenn man sich Ihre Karriere anschaut, muss man ja sagen, die Grünen nehmen das mit dem Recycling wirklich ernst. Ja, in gewisser Weise, ja. Also man wird immer was man zuerst nicht geglaubt hat. Nachdem ein Crowdfunding läuft, vielleicht könnten Sie mal Ihr traurigstes Spendengesicht machen, bitte. Die Grünen haben eine Crowdfunding-Kampagne laufen im Augenblick. Wir haben uns erlaubt, diese Kampagne ein bisschen zu unterstützen. Hey, das ist ja gefährlich. Na schau. So, ja. 2 Cent sind es geworden. Ja, das ist schon mal ein guter Anfang. Gratuliere, Sie brauchen jeden Cent. Na, ja, weil Sie kennen ja meinen Hang zu Bibelstellen. Jetzt setze ich mir noch die grüne Brille auf. Okay. Und mache aus 2 Cent. Naja, 200.000 Euro, dann reicht es einmal für dieses Jahr. Sind Sie der Jesus? Nein, ich bin Johannes der Täufer. Ja. Das wird noch einer kommen. Wir stehen jetzt hier mit dem Willi. Der Willi ist Bürgermeister von Innsbruck. Ich glaube, es ist allerdings richtig, wenn ich sage, es ist nicht der faule Willi, es ist der fleißige Willi. Das ist alles relativ. Die Essenz dieser Partei sollte sein, mutig zu sein, ohne hinschauen, Nein sagen zu können zu manchen Angeboten. Zu Seife zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie Sie immer auf das Ungewaschene kommen. Wollen Sie mir irgendwie jetzt gerade unterjubeln, ich stink auf eine gewisse Entfernung? Nein, um Gottes Willen, nein, das wollte ich mir sicher nicht. In die Richtung gegangen jetzt. Nein. Was ich sonst alles so dummel, das ist mehr als peinlich. Ich denke nur zum Beispiel an das Kiffen, ja. Nicht? Man ist peinlich auch drei. Nicht? Jeder weiß, dass Kiffen blöd macht und bei den Grünen sieht man es leider schon. Nicht? Ganz zum Schluss haben wir hier eine 4%-Hürde vorbereitet und wollen nur mal sehen, ob die Grünen schon so weit sind, dass sie diese Hürde nehmen können. Mensch in Not, ist da jemand?